Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschungsshow bei Power TV. Ja, Sie sehen Carsten und mich hier alleine sitzen, das bleibt nicht so. Wir haben gleich noch Moni und Diana dabei, die bringen uns Produkte rein. Die ganze nächste halbe Stunde kostet jedes dieser Produkte nur 5 Euro. Wir wissen nicht, was kommt. Das Einzige, die wissen, was kommt, sind Diana und Moni. Die Preise haben bis vor wenigen Sekunden wieder, haben noch viel mehr gekostet. Jetzt kosten sie nur 5 Euro und gehen danach auch wieder auf ihren alten Preis zurück. Innerhalb von 2 Stunden, so lange haben sie Zeit, oder bis sie ausverkauft sind. Ich würde sagen, wir legen sofort los. Die Schnäppchenlack geht jetzt los. Wops. So. Und da kommen sie auch schon. Oh. Danke, vielen Dank. Wir folgen alle Monika. Oha. Was ist Oha. Das? Jetzt wird scharf. Chinesische Schriftzeichen sehe ich hier gerade. Schon ein Messer drin. Oder? Asiatisch. Siehst du das denn nicht? Mensch. Mein Mandarin ist etwas eingerostet, muss ich zugeben. Aber du hast recht, es dürfte ein Messer sein. Lass mal gucken. Es ist ein hochwertiges Santoku Allzweck-Küchenmesser. Handgefertigt mit Echtholzgriff. Das ist mal eine scharfe Sache. Gut, dass ihr beiden die habt. Diana und ich sind dafür bekannt, dass wir uns ich schon mal... Ich habe schon vor der Show gesagt, haben wir extra. Diesen Produkt kriegst nicht du. Kriegen wir nicht, ne? Nein, du hast dich auch schon geschnitten damit, auch. Ne? Ich bin sehr gefährlich. Ich finde ja allein schon die Art, ohne Messer. Die Art der Präsentation schon klasse. Guck mal hier, in dieser Holzbox... Richtig schön eingelassen, wenn du das aufmachst hier. Also, das macht schon richtig was her. Man sagt ja immer, man soll keine Messer oder Scheren oder sowas verschenken. Das zerschneidet die Freundschaft. Ja. Was ja Blödsinn ist. Erstens glaube ich nicht an Aberglaube. Und zweitens gibt es einen schönen Trick. Ja. Der Gegenüber soll dir einen Cent geben. Dafür. Oder besser 1 Euro. Oder noch oder besser 10 Euro. Ja, das wäre natürlich noch was besser. Was zahlst du für deine Freundschaft? Ja. Dann hast du 5 Euro für das Messer bezahlt und bekommst 10 Euro dafür. Nein, es geht natürlich darum, du hast absolut recht, man soll keine Messer verschenken. Oder Schuhe. Oder Schuhe auch. Da gibt es nämlich Schuhe den Trick, dann, wenn man das verschenkt, dass man dann einfach einen symbolischen Cent dafür nimmt. Da hast du absolut recht. Das ist ein extrem scharfes Santoku-Stahlküchenmesser für höchsten Schneidekomfort. Das ist wirklich wichtig, in der Küche gute Werkzeuge zu haben, dass man eben vernünftig schneiden kann. Vielleicht haben Sie nur noch stumpfe Messer. Das Messer ist scharf und bleibt scharf. Wir schauen mal hier bei pearl.de und im Katalog, da kostet das nämlich fast 13 Euro, was schon ein absoluter Preishit ist, sehen wir hier. Die UVP liegt bei 40 Euro. Hier bekommen Sie ein qualitativ hochwertiges Messer für nur 5 Euro. Das ist Spezialstahl hier. Ich bin beeindruckt. Das ist afrikanisches Rosenholz, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe, oder? Ich bin noch dabei, das alles zu lesen. Also es liegt hervorragend in der Hand, es ist gut ausbalanciert, es hat einen tollen Schwerpunkt. Und das ein Allzweckmesser hier, definitiv, das braucht man in jeder Küche. Ja? Also man hat ständig irgendwas zu schnippeln. Es muss nicht immer das große Messer sein. Mit den kleinen kommt man auch mal so schwer zurecht, gerade wenn es mal um ein Stück Fleisch geht oder mal einen großen Salat oder was mal klein schnippeln. Da ist natürlich so ein Vorsicht, so ein Allzweckmesser genau das Richtige. Und sowas mal in so einer schönen Geschenkebox, also das macht richtig was her. Und sowas mal für 5 Euro zu bekommen, ist ein Knaller, finde ich. Ja, und oder? Sie können es bis zu 5 Ich würde mich freuen, stellen. Ja. Das finde ich eben so beeindruckend hier, dass wir hier super für 5 geschenkt. Euro so ein hochwertiges Messer verkaufen Ihnen in dieser tollen Box. Das kommt natürlich mit dazu. Und der Preis, Sie haben das gesehen, normalerweise 13 Euro bei uns schon als Preishit, jetzt nur 5 Euro. Nochmal, der Preis gilt für 2 Stunden oder bis das Kontingent, was wir hier zurückgelegt haben, weg ist. Da sollten Sie also schnell sein und unsere gebührenfreie Telefonnummer anrufen. Carsten, gib mir mal das Messer. Ich nein, weiß, es ist gefährlich, mir das zu geben. Lieber nicht. Diana, keine Angst. Ich will mal sehen, wie scharf das ist. Moment, man kann das ja. Moment. Ralf hat mir das mal gezeigt. Wir gehen wenn kurz. Wenn man damit so Papier schneidet. Wenn man damit wirft. Und? Wie ist das Messer so? Diana? Hast du gesehen hier? Das irre, ne? Sollten wir diese Musik haben von Horror-Movies. Ja, dieses. Ne? Aber das schneidet wirklich. Also schneidet wie Butter sehr hier gut. durch Papier. Schauen Sie sich das mal an.
Ist unglaublich. Also ein unglaublich scharfes Santoku Allzweckküchenmesser. Und das hat die Bestellnummer NC2858 und die 569 für Sie. Können Sie gerne bis zu 5-mal bestellen. Ich liebe das ja, wenn wir hochwertige Küchenartikel haben. Und es macht einfach mehr Spaß zu kochen und zu backen, wenn man vernünftiges Material in der Küche hat. Und so ein scharfes Messer, an dem Sie lange Freude dran haben werden, ist essentiell wichtig für alle möglichen Sachen. Entschuldigung, ein Allzweckmesser in dieser Qualität für 5 Euro, da kriegst du im Einzelhandel noch nicht mal so ein schnödes Schälmesser Plastik, mit Plastik. Schälmesser, ne? Ja, also das jetzt hier wirklich mal ein tolles Angebot. So, gucken wir mal, was als nächstes kommt. Aber du hast recht, ich finde, wir haben in letzter Zeit viele hochwertige Küchenartikel. Ja. Den Sandwichmaker fand ich großartig oder hier die Tage auch mal diese Saftpresse. Die Saftpresse, hatten wir, glaube ich, mal den Preis. Thermoskanne. Die Thermoskanne ist cool, die schwarze. Dankeschön. Ui, wir haben eine wunderschöne Lampe hier. Richtig. Die hatten wir auch schon mal. Da ist eine Klammer dran da unten. Da ist eine Klammer dran. Ich meine, die hatten wir mal in der 10-Euro-Show. Jetzt ist sie in der 5-Euro-Show. Das ist was ganz Besonderes. Und die können Sie hier mit dieser Klemme hier einfach mal an so einem Tisch festmachen und haben dann ein richtig helles Licht, wo immer Sie es brauchen. Man hat ja nicht überall eine Lampe, wo man jetzt unbedingt mal ein Buch lesen will oder kleine Arbeiten hin erledigen will oder es ist schlecht ausgeleuchtet. Das hier hat diesen Schwanenhals, damit kann man das natürlich optimal dahin leuchten, wo man das braucht. Ja. Auch noch verschiedene Helligkeitsstufen hier. Also COB-LED mit Akku übrigens. Ah, das ist von Vorteil. Ich hätte mich schon gefragt, wie geht denn das? Da ist gar kein Kabel dran, da ist ein Akku eingebaut. Natürlich kannst du auch mit dem entsprechenden Kabel, das ist natürlich dabei. Ach auch im, ja. Oh mein Gott, wie hell. Auch Dauerstrom machen. Geht sehr auch, schön aber, hell, ne? Ich sag mal, gerade mit dieser Klemme, du hast vielleicht mal irgendwo was im Keller, wo du mal irgendwie was brasselst oder was einpacken willst oder sowas, da hast du nicht unbedingt dann eine Steckdose in der Nähe und schon stehst du da. Ja. Da brauchst du natürlich mal so ein Teil, was du mal überall dran klemmen kannst, auch mal so an so ein Regalbrett oder sowas. Ja? Ja, also jetzt beim Reparieren, irgendwo beim Auto oder beim Motorrad oder beim Fahrrad oder sowas, kannst du das mal überall dran klemmen und siehst mal was. Das ist richtig hell. Es gibt ja 3 Stufen, habe ich gerade gesehen. Das ist richtig hell, hat verschiedene Stufen auch. Ja. Auch so, wenn man mal so Feinarbeiten machen will, jetzt irgendwo, da wirft man ja oft seinen eigenen Schatten auch noch drauf. Stehst immer im Rücken davor. Das hier kannst du wirklich genau dahin tun, wo du willst. Ich denke auch am Schreibtisch, sagen wir mal, an der Tastatur wie unsere vielleicht. Lampen hier, ne? Ist genauso hell wie unsere Scheinwerfer, guck ne? Mal. Vielleicht sogar heller. Ja. Wahnsinn. Unser Modell Polizeiverhör für Sie. Ja. Ja, perfekt ausgeleuchtet, ne? Also zum Beispiel, wenn du telefonierst mit jemandem, dann du brauchst immer auch Videotelefonie. Ja. Beim normalen Telefon ist immer nicht auch so extra Licht, ne? Oder bei Foto oder Video. Für die junge aufs Handy klemmen oder was vorne? Ha? Willst du die aufs Handy klemmen? Nee, aber sag mal, du machst eine so. Videokonferenz, dann klemmst du sie einfach da an deinen Schreibtisch ran und bist dann perfekt ausgeleuchtet. Wenn sie haben Kinder oder Elternkinder. Jetzt reden wir die ganze Zeit von anklemmen. Kann man die auch hinstellen? In Social Media. Die kann man auch hinstellen hier, guck. Ist ein Ständer drin? Achso, ich dachte, man müsste sie klemmen. Nein. Aber man kann sie auch hinstellen. Nein, der kann stehen. Zwei aber Möglichkeiten. Kann sie auch, guck mal. Kann sie auch halten. Ich stelle sie mal hier auf den Tisch. Können wir das sehen? Zack. Tatsächlich. Und jetzt du kannst auch, oder weißt du was, zum Beispiel beim Lesen im Bett, du hast diesen... Dieses Headboard. Headboard, ja. Und du kannst auch auf diesem Headboard, zum Beispiel letzte meine Wohnung, ich hatte keinen Platz für Nachttisch. Aha. Und ich hatte auch solche Lampen. Klemmen. Du kannst einfach bei diesem Headboard hier einstellen und dann guck mal, sehr gut und bequem kannst lesen. Kannst dann schön lesen, ja. Ist eine tolle Lampe, die man überall hinklemmen kann und genau dahin richten kann, wo man das Licht dann braucht. Wir schauen mal auf pearl.de, da sehen wir, dass die auch knapp 13 Euro kostet. Heute bei uns und hier nur 5 Euro. Sie können es bis zu 5-mal bestellen. Das ist natürlich wirklich mal. Ich finde es toll, dass das gute Stück mit Akku funktioniert. Finde ich echt klasse. Tolle Leselampe für unterwegs. Auch im Bulli gut einsetzbar. Habe ich eben dran gedacht. Ja. Also beim Camping und so weiter, wo du ja vielleicht auch nicht unbedingt gleich die nächste Steckdose in der Nähe hast. Sehr cool. NC5830 und die 569. NC5830 und die 569. Ja. Schon 2 schöne Artikel. Schönes Küchenmesser, schöne Leselampe, so eine Allzwecklampe. Bitte schön. Dankeschön. Jetzt bin ich gespannt. Nicht nur du. Oh ja. Was ist das? Ach, das ist der Dosenöffner. Das ist ein Dosenöffner, ja. Mhm. Nicht irgendeiner. Meines Erachtens unser bester. Ja, und also ich habe unser bester manueller. Wir haben ja welche, die elektrisch funktionieren und so weiter. Aber ich stehe ehrlich gesagt auf ganz ordinäre
manuell betriebene Dosenöffner. Ja, der ist klasse, weil der hat nur, der hat keine scharfen Kanten, keine Ecken, wo man sich also mit den Fingern dann auch noch eben klemmt. Die Dosenöffner selber, die Dosen selber werden von der Seite aufgemacht, nicht von oben. Das heißt, wenn Sie die Dose geöffnet haben, haben Sie das wie so einen Deckel. Den können Sie abnehmen und wieder raufsetzen. Und vor allem keine scharfen Kanten an der Dose. Ich glaube, an Dosen hat sich jeder von uns schon mal geschnitten. Mm. Ne? Oh, ich habe sogar eine Narbe davon, irgendwo am Daumen. Ja. Die sind ja höllisch scharf. Ich habe jetzt auch, ich habe Tuna auf. Dieses dünne Blech, da musst du ja höllisch aufpassen. Ja, eben, das ist es ja, ne? Der rundet die Kanten ab. Und das ist auch der Grund, warum Sie den Deckel wieder draufsetzen können. Und jeder, der Haustiere hat, kennt das. Katzenfutter, Hundefutter und so weiter. Die sind ja günstiger in den großen Dosen. Mhm. Aber mal so eine Kilodose Rinti, so halb leer im Kühlschrank. Ja, da gehen dir also erstmal die Augen zu, wenn du den am nächsten Morgen wieder aufmachst. Ja, ich war bei Ralf jetzt, ich habe sein Katze gefuttert. Ja. Und er hat mir gesagt, von dieser Dose, das muss nur halbe Dose zur Katze gehen. Der Othello hätte eine ganze gegessen. Und dieser andere Teil bleibt dort und natürlich das so riecht ein bisschen nach Katzenfutter. Das gibt so eine Aura von Verwesung, oder? Ja, nicht so angenehm. Ja. Aber guck mal, das ist wirklich schön mit diesen. Aber egal was, ich sag mal, Konserven kauft man doch gerne, also auch mal in den großen Portionen. Du brauchst aber nicht unbedingt immer alles, also stellst es in den Kühlschrank. Jetzt kannst du mit Zellophanpapier oder mit Alufolie irgendwie Deckel drüber basteln und so weiter. Das ist A, umständlich und B, kostet auch wieder Geld. Dann nutzen Sie doch lieber einen vernünftigen Dosenöffner, der die Dose eben so öffnet, dass sie danach ganz einfach wieder verschließbar ist. Das heißt, einfach den Deckel wieder draufsetzen. Es ist nicht komplett luftdicht, um Gottes Willen, das ist so nicht möglich, aber es gibt doch zumindest einen gewissen Halt und sorgt dafür, dass die Gerüche in der Dose bleiben, da wo sie hingehören. Finde ich eine ganz tolle Variante. Der ist schön lang, der liegt super in der Hand, ist eine gute Qualität. Und ich meine sogar irgendwo mal gelesen zu haben, das ist der meistverkaufte Dosenöffner, den wir hier bei Pearl TV im Programm haben. Ich glaube auch. Ich habe ihn auch zu Hause und bin begeistert. NX 4798 und die 569 ist die Bestellnummer. Ich mag das auch so, wie der in der Hand liegt, weißt du? Ja. Es gibt ja diese aus Vollmetall, die haben wirklich scharfe Kanten. Und wenn man da richtig Kraft aufbringen muss, dann tut man sich da eben weh. Hier, der geht ganz, ganz leicht, hat nur runde Ecken und Kanten. Also man kann sich da nicht irgendwie klemmen, ja, dass der Dosen eben... Der runde Ecken und Kanten hat, ja? Ja, runde Ecken und Kanten, runde Ecke. Ist also wusstest du eigentlich, dass der Dosenöffner erst 50 Jahre nach der Erfindung der Dose auf den Markt gekommen ist? Ja, gut, dass das Dosenessen immer so lange hält, ne? Ja. Nee, ernsthaft. Echt? Es gab zuerst die Dose und 50 Jahre später gab es den Dosenöffner. Oh, wir haben einen Preisalarm. Ja. Preisalarm bedeutet, hier haben wir ein kleines Kontingent von einem besonderen Artikel, den Sie nur einmal bestellen dürfen, dass jeder in den Genuss kommt, hier das zu bekommen. Meistens ist der aber auch ausverkauft, bevor die zwei Stunden um sind. Da müssen Sie also schnell sein. Das ist ein Lichtervorhang, glaube ich sogar. Ein Lichtervorhang? Warte mal. Also ein LED-Säule ist aber schön. Für 5 Euro? Wow. Ich wollte mir schon kaufen, aber das ist wirklich normalerweise sehr teuer, aber nicht bei uns. Also ein vernünftiger Lichtervorhang. Ich guck mal gerade, ob der für innen oder für außen gedacht ist. Der ist 3x3 Meter groß. Also schon eine ordentliche Fläche, die du damit abdecken kannst. Jetzt gucke ich mal gerade. Dimmbar ist er. Fernbedienung hat er. 8 verschiedene Leucht- und Blinkmodi hat er auch noch. Kann man sich also immer was aussuchen. Eine Timer-Funktion. 10 Haken zum Aufhängen. Okay. Licht genannt, bequem per Schere auf die Och, du kannst ihn sogar kürzen. Also wenn jetzt das kommt, ist ja gerade im Innenbereich. Eine normale Deckenhöhe ist 2,50 Meter. Da wäre 3 Meter, 3x3 Meter, ist vielleicht ein bisschen lang. Wenn du den nicht aufstippen lassen möchtest, kannst du die ganz einfach im unteren Teil abschneiden. Auf gewünschte Länge. Oder vielleicht so leicht schräg oder sowas. Sieht bestimmt auch schön aus. Ich gucke nochmal gerade. Aber es ist für den Innenbereich gedacht, ne? Der ist für innen. Aber unglaublich tolle Lichteffekte kann man damit machen. Also guck mal hier, man kann ihn so blinken lassen. Ja. Man blinkt er so abwechselnd. Schöne Lichtfarbe hat er. Man kann ihn so flackern lassen. Man kann ihn aber auch hier richtig schnell flackern. Das hier finde ich am schönsten. Das funkelt so richtig. Das habe ich noch nie gesehen. Oh, ja. Also es ist richtig, das ist schön, toll. Oder? Das ist echt gut. Überlegen Sie mal, 3x3 Meter. Damit haben Sie dann eine riesengroße Fläche perfekt beleuchtet. Braucht kaum Strom, weil das alles LEDs sind hier. Mit USB wird das betrieben, der Strom. Und dann kann das bei Ihnen auch so funkeln. Das mit dem Funkeln finde ich. Mach ich bei dir auch mal. Das gefällt dir, ne? Ich mache das bei dir auch mal. Du hast so Fernbedienung, weil ich dachte nur hier. Nein, nein, nein.
Ich habe sogar zwei Fernbedienungen, damit du keine hast. Aber ich gebe dir auch eine. Ich gebe dir auch eine. Wir haben diese 8 Leuchtmodi drin und wir können es auch noch dimmen. Guck mal hier. Wir können es noch dunkler machen. Finde ich auch schön. Das ist ja klasse. Ein Timer ist auch dran. Timer ist dran. Ja, richtig schön, ja. So, die Ariane aus Surwold. Kenne ich nicht. Also Surwold, nicht die Ariane. Ideale Hintergrundbeleuchtungen für. Ideale Hintergrundbeleuchtung fürs Wohnzimmerfenster. Das ist eine Idee. Bringt gemütliche Atmosphäre in den Raum. Ich denke die ganze Zeit an Wände. Und ich denke die ganze Zeit, gedanklich gehe ich meinen Wohnraum durch und will überlegen, wo habe ich denn 3x3 Meter Platz für so einen Lichtervorhang. Ist das schön. Aber hinterm Fenster, ja. Ja, unter den Gardinen, ja. Wenn die so durchsichtig sind. Unter den Gardinen, ja, natürlich. Ja. So nach draußen, das ist ja so herrlich. Der in der Weihnachtszeit durch die Straßen zu gehen und sehen, wie Leute ihre Häuser geschmückt haben. Mhm. Das hier ist was ganz Besonderes. Ist unser Preisalarm und dürfen Sie deshalb nur einmal bestellen, bitte. So, aber für 5 Euro, entschuldige mal bitte, so ein Lichtervorhang, 3x3 Meter. Also, wenn ich gut und günstig schätze, 15 Euro mit Sicherheit. Ich würde sogar eher auf 20 bis 30 tippen. UVP 20, ja, das ist ja. Und selbst das finde ich schon günstig. Also bei uns heute im Preisalarm, 5 Euro. So, Wahnsinn. Bestellnummer ist die NX4683 und die 569. NX4683 und gerade beim Preisalarm haben wir natürlich ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wie immer in der 5-Euro-Show beim Preisalarm war ganz besonders. Und insofern können Sie sich vorstellen, ist der Run gerade auf diese Artikel immer ganz besonders ausgeprägt. Mhm. Bitte schnell sein. Das ist der Hintergrund meines Vortrags gerade. Sie können übrigens, wenn Sie etwas sehen, sofort anrufen. Wir sammeln all Ihre Bestellungen. Also Sie können mehrfach anrufen. Wir sammeln all Ihre Bestellungen und Sie zahlen nur einmal Versandkosten. Wenn Ihre Bestellmenge über 150 Euro liegt, schenken wir Ihnen sogar die Versandkosten. Also wenn Sie irgendwas schon im Warenkorb haben, was so knapp 140, 150 Euro kostet, machen Sie die 150 Euro voll und wir schenken Ihnen die Versandkosten. So, sieht ein bisschen aus von der Größe wie ein Eishockey-Puck, ist aber, glaube ich, definitiv etwas anderes. Das sind doch diese Klebepads, oder? Das sind die Gelpad- und Wandhalterungen. Jetzt habe ich 4 Stück in der Hand. Ist das ein Zweier- oder ein Vierer-Set? Es ist ein Vierer-Set. Ein Vierer-Set sogar. Boah. 4 Stück von diesen runden Pads, Durchmesser ist ungefähr 80 mm hier. Das Tolle an denen ist, die sind dehnbar, sehen Sie hier. Und die können Sie unbegrenzt einsetzen. Die kleben Sie einfach an die Wand. Da ist kein Klebstoff drauf. Das können Sie rückstandslos wieder abziehen und dann auf der anderen Seite zum Beispiel hier in der Küche ein Tablet ranmachen, was natürlich Sinn macht, wenn man so nach mal ein Rezept kochen will oder so. Und wenn es dann mal nicht mehr so klebt, dann machen Sie es einfach unter warmem Wasser, wischen Sie es einfach wieder ab, dann ist es wie neu. Also wirklich mehrfach verwendbar und abwaschbar hier. Und da können Sie richtig schwere Sachen ranhängen. Gucken Sie mal hier. Schweres Werkzeug, Regale sogar. Das musst du dir mal reintun. Regale auf Tapete kannst du damit festmachen. Ich finde das irre, was die an Gewicht aushalten. Ja. Selbst das hier finde ich cool. Ja. Wahnsinn, ne? Wow, guck mal in dem Badezimmer. Größtenteils, ich sag mal, glatte Flächen. Jetzt weiß ich aber aus eigener Erfahrung, dass die also auch auf einer Raufasertapete halten. Ja. Die halten das wirklich überall. Ja. Cool. Guck mal hier, so ein Badezimmer gerade mal die Utensilien ranmachen. Wenn du da keine neue Locker machen, ja? Zum Beispiel, ja? Wenn du und du musst nicht bohren. Das ist super. Wir testen jetzt mal was. Ja. Was tust du? Oi. So, einmal. Mensch, möchtest du mir was an meinen Knie hängen? Ja, sonst kleben wir immer den Karton an die Stuhllehne. Ja. Irre, ne? Funktioniert. Praktisch. Das war großartig. Und die Hose also, ist nicht ruiniert. Wenn irgendjemand Karton ans Knie hängen wollen, ist das eine super Idee. Cool. Ist nur ein Beispiel. Ist doch cool. Geht das? Upp, ja. Tada. Wow. Wie neu. Das nicht ist kaputt gemacht. Ich hätte mich zu Tode geschämt, wenn das jetzt einen schwarzen Fleck gegeben hätte. Aber ich war mir doch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sicher. Ja, ja. So. Also wir haben hier das Zweier-Set auf Pearl.de, kostet da 5 Euro. Wir haben das Vierer-Set, also die doppelte Menge für den gleichen Preis, jetzt für die nächsten 2 Stunden. Das Vierer-Set hat die Bestellnummer NX1745 und die 569. Auch das können Sie gerne bis zu 5-mal bestellen. Als Handyhalterung im Auto finde ich das nach wie vor am genialsten. Oh ja, das stimmt. Das ist die beste Lösung. Einfach am Armaturenbrett das Handy festmachen. Das ist so praktisch, das wackelt wenn man nicht hält richtig oder fest. Richtig kleben willst, dann nimmst du diese Klebepad drauf, was andere dagegen, fertig. Ja, und hält richtig, hält richtig fest. Ja. Schauen wir mal, was wir als nächstes haben. Das ist eine tolle Auswahl heute wieder, ne? Dankeschön. Ich mochte diesen Lichtervorhang, der hat es mir, glaube ich, angetan. Der war schön, oder? Oh. Ich fand die Lampe cool, die Schwanerslampe. Profi-Werkzeug. Ich liebe das.
Sag mal, ist das ein Ratschen? Das ist ein Ratschen. Das ist ein Ratschen, gell? Lass mal her. So. Oder ein Mini oder ein kleiner Hockeyschläger. Das ist eine Universalratsche. Damit können Sie alle Muttern lösen. Das System ist total genial. Das ist innen so ganz, ganz viele Stäbe drin. Ach, das Ding ist das. Und wenn Sie dann das über die Mutter setzen, dann passen sich diese Stäbe automatisch der Form der Mutter an. Und dann bekommen Sie auch noch die Ratsche eben dazu. Ein Aufsatz, das ist auch an einen Akkuschrauber ranmachen können. Geht nicht. Perfekt. Also ein ganz, ganz tolles Werkzeug, was Ihnen einen kompletten Steckschlüsselset ersetzt. Steckschlüsselsatz ersetzt. Steckschlüsselsatz. Steckschlüsselset ist doch genau das gleiche, oder? Set ist auch deutsch inzwischen, glaube ich. Ja, das kann man. Also ein Steckschlüsselsatz ersetzt dieses kleine Gerät hier. Ich habe das mal ausprobiert mit diesen Haken, wo du so Bilder und so weiter dranhängst. Die auch natürlich. Die du ja mit keinem Schraubendreher der Welt rausbekommst. Du rutschst ja mit jeder halben Drehung rutschst du ab. Ja, ich nehme ja immer eine Zange und drehe das halbe Umdrehung für halbe Umdrehung. Irgendwie kriegst du die rein oder raus, aber damit funktioniert das großartig, weil der sich eben genau dieser Form des Hakens anpasst. Ja. Und dann brauchen Sie jetzt keinen Schraubendreher oder sonst irgendwas für Spirenzchen dazu veranstalten. Damit funktioniert das super. Setzen das einfach nur drauf, gerade mit dem Akkuschrauberspitze. Wenn Sie den nicht zur Hand haben, nehmen Sie ganz einfach die Ratsche dazu. Und dann dreht sich sowas rucki zucki raus. Es ist Spitzenklasse, finde ich. Und das ist so eine super Ergänzung mal für den Werkzeugkasten. Ich liebe das Drucken so drin. Das ist wirklich angenehm. Das sind ganz, ganz viele kleine Stifte, die sich hier eben dann der Mutter anpassen. Ich zeige nochmal. Dadurch geht das eben wirklich... Sie müssen Mutter. Das kaufen nur zu diesem Move, ne? Einfach so gucken. Diana, das ist Werkzeug. Ich will da nichts. Du hast doch auch einen Werkzeugkasten, nee, mein Nagel oder? Ist ja, so lang. Natürlich. Aber dieses Gerät habe ich nicht. Schade. Also jetzt für 5 Euro nur. Sie sparen da richtig angenehm, viel Geld. Ne? Die UVP liegt hier auch bei 20 Euro. Heute bei uns in der 5-Euro-Show. 23 Euro höre ich gerade sogar. Also ganz toll gemachtes Werkzeug. Natürlich ja, das ist auch aus angenehm. Vollmetall. Ich finde die super. Nein, drucken so. Gefällt dir? Bitte? Wenn man da reindrückt, das Gefühl. Diana mag das Gefühl, schon oder? Schön. So dieser leichte Widerstand. Ja. Ja. So, Bestellnummer für die Ratsche mit Universal-Steckschlüsselaufsatz, übrigens von 7 bis 19 mm. Für die Profis, von inklusive Adapter für den Akkuschrauber. Hat die Bestellnummer ZX8063 und die 569. ZX8063 und die 569. Und ich schwöre Ihnen an dieser Stelle, wenn Sie ihn einmal ausprobiert haben, sind Sie froh, dass Sie ihn gekauft haben. Ja. Das Ding ist super. Das ist richtig. Ich finde den spitze. Einfache, geniale Idee, oder? Ja. Ein Schraubendreher oder so ein Steckschlüsselsatz eben. Also wir haben viel so Grundausstattung von tollen Sachen heute. Auch diese Klebepads sind so praktisch, die wir hatten. Ja. Wenn Sie was verpasst haben mit der Bestellnummer oder so, können cool. Sie übrigens jederzeit unter pearl.tv nachschauen. Da haben wir die das Produkte cool. der letzten 2 Stunden inklusive der 5-Euro-Show hier, in der wir gerade sitzen, nochmal gelistet. Und denken Sie dran, Sie haben nur 2 Stunden Zeit, dann gehen die Preise wieder hoch. Das ist ein Küchenutensil, ohne das ich nicht mehr leben kann. Ich habe den seit 5 oder 6 Jahren, ich habe das von meiner Mutter gelernt. Da kann man ideal Gemüse mit dünsten. Wenn man Gemüse kocht, dann wird das ja immer so labbrig und wässrig. Matschig und die Vitamine gehen raus. Richtig. Und die Vitamine gehen raus. Hier, der passt in jede Topfgröße, deswegen ist der so flexibel hier oben. Und dann tun Sie einfach eine Tasse Wasser oder 2 Tassen Wasser unten in Ihren Topf. Und wenn das dann kocht, dann geht der Dampf durch das Gemüse. Es wird das beste Gemüse, was Sie je hatten, glauben Sie mir. Dampfgaren. Bleibt knackig. Es bleibt knackig, das ja, also ist das. Also bissfest und die Vitamine bleiben drin. Und ich finde, es schmeckt auch anders. Ich finde so ein Brokkoli, so verkocht. Al dente, al dente. Ja. Gemüse al dente. Brokkoli oder so ein Rosenkohl. Und ich mag Rosenkohl. Ich auch. Ich glaube, ich bin der Einzige auf der Welt, der Rosenkohl gerne isst. Brokkoli, ich liebe. Ja, ich auch. Was für Gemüse isst du Brokkoli gern, Brokkoli sind sehr gut. Oder zum Beispiel Möhren auch, Karotten. Kannst du auch... Fleisch ist mein Gemüse. Apfel. Apfel? Der ist mein Gemüse. Isst du nicht gern Gemüse? Bohnen, Möhren, Brokkoli, Blumenkohl. Blumenkohl ist auch eine schöne Sache. Blumenkohl. Apfel kann man natürlich auch dampfgaren. Blumenkohl ist perfekt mit Sauce Hollandaise. Kürbis. Kürbis. Das stimmt. Also, egal was Sie da reintun an Gemüse. Brokkoli ist ein Hollandaise-Träger. Ja? So. Es passt wirklich für alle Töpfe hier von 18 bis 27 cm, lese ich gerade. Aber das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache, mit der Sie alles dünsten können. So, sehr tolles Teil. Ist Edelstahl, oder?
Ja, das ist, bleibt, ist auch ganz einfach sauber zu machen in der Spülmaschine. Und dann kannst du ganz ohne Zugabe von Fett, kannst du das alles perfekt dünsten. Und dann bleibt Gemüse eben auch nochmal knackig und wird nicht lätschig. Die Bestellnummer ist die NC3106 und die 569. Probieren Sie es einfach mal aus. Es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache und damit gelingt Ihnen jedes Gemüse perfekt. Du musst also nur Wasser reintun, Deckel drauf und dann durch den Dampf wird es dann perfekt, ja, gedünstet. Damit bleibt junges Gemüse knackig. Damit bleibt junges Gemüse knackig, ganz genau. Und es ist, wie gesagt, durch diese Flexibilität können Sie es also wirklich für alle Topgrößen auch einsetzen. Ja. Ich finde das klasse. Ich bin begeistert davon. 5 Stück können Sie dafür bezahlen, dafür bestellen. Es gibt auch so Dampfgartöpfe. Da kannst du ein Heidengeld für ausgeben. Ja, das stimmt. Oder 5 Euro hier bei denen. Ja. Du nimmst einen normalen Töpfe und packst das Ding einfach dazu. Ein iPhone für 5 Euro. Ein iPhone. Guck mal. Das gibt es aber nicht für 5 Euro, aber eine G-Ladestation oder Handyständer hier. So. Induktionsladeständer für Qi-kompatible Smartphones. Jetzt weiß ich auch, Leo, warum du eben das Qi-kompatible Smartphone haben wolltest. Ah, unser Aufnahmeleiter hat gefragt. Genau, unser Aufnahmeleiter fragte mich eben, haben wir ein Qi-kompatibles Smartphone? Das ist selbstverständlich. So. Also die meisten Handys übrigens heutzutage, sagen wir so die der letzten 4-5 Jahre, um es mal vorsichtig zu formulieren, die sind in der Regel alle Qi-ladefähig. Ja, egal, ob das ein iPhone ist oder ein Samsung, ein Huawei oder ein, was weiß ich was für ein Bei Modell. Bei dem iPhone ab dem 8er. Ab dem 8er, ja, stimmt. iPhone ab dem 8er, das Samsung Galaxy auch ab dem 8er. Aber alle modernen Handys haben das. Da können Sie Ihr Handy ohne Kabel laden. Sie müssen nicht mehr dieses Kabel da irgendwie reinpulkeln. Sie legen es einfach auf ein G-kompatibles Gerät. Sieht man, ne? Und jetzt? Moment. Aha. Achtung. Guck mal, ist das nicht genial? Ja, nur durch drauflegen wird hier das Handy geladen. Das ist genial einfach. Mhm. Ne? Ich finde das super praktisch. Auch so als Handyständer schon allein total schon, wollte ich gerade sagen, also allein als Handyständer ist das schon Spitzenklasse. Oder du kannst auch telefonieren und dein Handy gleichzeitig laden. Ne? Ja. Stimmt. Ja. Super. Und ich finde den sehr schön, diesen matt-schwarz. Ja. Der hat da so eine leicht, ich weiß nicht, ob es Gummi ist, aber so eine leicht gummierte Oberfläche, rutschfeste Oberfläche. Ja. Ja. Macht A, keine Kratzer und B, rutscht das nicht so schnell runter. Und ich glaube, die Situation kennen wir alle. Wir sitzen irgendwo am Rechner oder sowas. Das Handy liegt neben dir. Ich finde es aber so wesentlich angenehmer, dass du direkt den Blick aufs Display hast durch diesen tollen Winkel und eben durch die Tatsache, dass es gleichzeitig eben auch auflädt, ohne dass du jedes Mal das Geporkel mit diesem Ladekabel hast. Was ich hier persönlich immer lästig finde. Ist mitunter notwendiges Übel, aber mit so einer Qi-Ladestation sieht das ein bisschen anders aus. Die meisten Ski-Ladestationen sehen so ein bisschen aus wie so ein Puck aus dem Eishockey. Da legst du das Handy drauf, da liegt es aber eben auch flach drauf. Der hier hat eben noch den passenden Winkel, um super drauf zu schauen. Und das weiß auch die Svenja aus Gebsattel sehr zu schätzen. Habe gleich mehrere bestellt fürs Schlafzimmer, fürs Arbeitszimmer und auch für den Schreibtisch in der Arbeit. So ist das Handy immer geladen. Ja. Also es ist wirklich beeindruckend, dass Sie hier kein Kabel mehr reinstecken müssen. Das lädt von ganz alleine, nur durch drauflegen hier, wird dieses Handy jetzt geladen. Viele moderne Handys haben es. Man kann es übrigens auch bei vielen Handys nachrüsten, wenn man so eine Hülle kauft, die das kann. Ja, richtig. Und diese G-Ladestationen alleine kosten sonst schon 50, 60, 70 Euro. Locker. Gerade wenn Sie die mit dem abgebissenen Obst nehmen, dann sind die richtig teuer. Hier, wie gesagt, nur 5 Euro. Ist auch ein prima Handyständer, sehr robust, sehr schick, finde ich, und elegant. Also fantastisches Produkt hier wieder für nur 5 Euro. Und Sie können es bis zu 5-mal bestellen. Ist eine schöne Geschenkidee. Heute schon mal an Weihnachten denken. Ich weiß, ich nerv Sie damit, aber Weihnachten kommt jetzt sehr, sehr plötzlich. Wir haben schon wieder Mitte Oktober jetzt und jetzt warten wir mal ab. Wir drehen jetzt noch dreimal im Kreis und haben wir schon wieder Weihnachten. Ja. Oh Gott, also nicht im Kreis drehen. Wenn du so Anfang Dezember mit Weihnachtsgeschenken anfängst, ob das dann alles so lieferbar und verfügbar ist. Das ist Ihre Gelegenheit, jetzt zuzuschlagen. Das war sie wieder, unsere 5-Euro-Show. Für Sie jetzt schnell ans Telefon. Viel Spaß.